Herzlich willkommen zur Präsentation des Mobilitätskonzepts für die Gemeinde Schönwalde-Glien. Mein Name ist Christian Hecht von der Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft. Unser Büro ist in den Bereichen Verkehrsplanung, Straßenverkehrstechnik, Straßenentwurf sowie Emissionsschutz tätig und wurde von der Gemeinde Schönwalde-Glien mit der Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts beauftragt. Nachfolgend möchte ich Ihnen nun die wesentlichen Ergebnisse des Mobilitätskonzepts vorstellen. Zunächst möchten wir einen Blick auf die Ausgangslage werfen, aufgrund der ein Mobilitätskonzept für die Gemeinde erstellt werden soll. Anschließend möchte ich auf die methodischen Vorgehensweise und die erfolgten Arbeitsschritte eingehen. Schließlich werden die wesentlichen Ergebnisse und Maßnahmen dargestellt. Beginnen wir nun mit einem Blick auf die Ausgangslage. Die Gemeinde Schönwalde-Glien erfährt derzeit eine dynamische Entwicklung, die sich in der Ausweisung zahlreicher Wohngebiete, aber auch eines Gewerbegebiets äußert. Insgesamt lassen die Gebietsentwicklungen auf ein Bevölkerungswachstum um bis zu ca. 6.000 zusätzliche Einwohner bis zum Jahr 2030 schließen. Der Schwerpunkt dieser Entwicklung liegt im Ortsteil Dorf mit den Vorhabengebieten Erlenbruch, Lange Enden und Wiesenweg. Hinzu kommen weitere Entwicklungsgebiete in allen übrigen Ortsteilen sowie die Nachverdichtung in Schönwalde-Siedlung. Die zukünftigen Einwohner werden natürlich auch mobil sein und Verkehr erzeugen. Aus Sicht der Verkehrsplanung sollten dabei möglichst viele Wege im Umweltverbund, das heißt mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem ÖPNV zurückgelegt werden. Das gilt aber auch für die Wege der bereits in Schönwalde-Glien wohnhaften Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund soll mit dem Mobilitätskonzept ein ganzheitliches Maßnahmenprogramm erarbeitet werden, welches den Rahmen für eine bedarfsgerechte und klimaneutrale Mobilität der Bevölkerung schaffen soll. Auf dieser Karte sind die verkehrsrelevanten Wohngebietsentwicklungen dargestellt. Wie Sie sehen, verteilen sich die Entwicklungsgebiete über das gesamte Gemeindegebiet. Ein Großteil der zusätzlichen Einwohner wird dabei im Bereich Schönwalde-Dorf zu erwarten sein, wo mit dem Erlenbruch und den Entwicklungsgebieten Lange Enden und Wiesenweg in Summe ca. 4.000 zusätzliche Einwohner untergebracht werden können. Zudem wird davon ausgegangen, dass im Zuge der Nachverdichtung in Schönwalde-Siedlung mit weiteren ca. 1.500 Einwohnern zu rechnen ist. Nun möchte ich auf die Vorgehensweise und die einzelnen Arbeitsschritte eingehen. Zunächst erfolgte eine umfassende Bestandsaufnahme der vorhandenen Infrastruktur aller Verkehrsarten. Zudem wurden vorhandene Verkehrsdaten ausgewertet. Dazu zählten die Verkehrszählungen, die durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt wurden, sowie die Verkehrsmengen aus der strategischen Lärmkartierung. Außerdem wurde die Landesverkehrsprognose 2030 ausgewertet. Darüber hinaus erfolgten Reisezeitanalysen für drei repräsentative Standorte im Gemeindegebiet. Dabei wurde unter anderem ein Vergleich der Reisezeiten zwischen dem MIV und dem ÖPNV vorgenommen. Zur Betrachtung der zukünftigen Verkehrsentwicklung in der Gemeinde erfolgte eine Verkehrsaufkommensermittlung für den durch die Plangebiete zusätzlich erzeugten Verkehr, die in eine Verkehrsprognose für das Gemeindegebiet mündete. Auf dieser Basis wurden dann Maßnahmen für alle Verkehrsarten abgeleitet. Darüber hinaus wurden schließlich für das Vorhabengebiet Erlenbruch Empfehlungen für eine perspektivische autoarme Weiterentwicklung erarbeitet. Nun ein Blick auf die Untersuchungsergebnisse und die vorgeschlagenen Maßnahmen. Für alle verkehrsrelevanten Plangebiete, also die eingangs dargestellten Wohngebiete sowie das geplante Gewerbegebiet in Perwinitz, erfolgte eine Verkehrsaufkommensermittlung. Zudem wurde auch das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch die Nachverdichtung in Schönwalde-Siedlung ermittelt. Die Grundlage für eine Verkehrsaufkommensermittlung stellen sogenannte Mobilitätskennwerte dar, wie beispielsweise die mittlere Wegehäufigkeit pro Person und Tag oder der Modal Split. Diese wurden, wie allgemein üblich, für den passenden Gemeindetyp aus der SRV-Erhebung der TU Dresden entnommen.
Das so ermittelte zusätzliche Verkehrsaufkommen wurde dann mit dem Grundverkehrsaufkommen überlagert. Die Datengrundlage hierfür waren wiederum die bereits erwähnten Verkehrserhebungen der Gemeinde sowie die Landesverkehrsprognose 2030. Dabei ist anzumerken, dass die Landesverkehrsprognose nur für außerorts gelegene Straßenabschnitte belastbare Zahlen liefert. Aufgrund des relativ engen Siedlungsbandes entlang der L16 und der L20 im Gemeindegebiet mussten die Daten daher mit den Werten aus den Verkehrserhebungen verdichtet werden. Die Ergebnisse wurden in Form einer Verkehrsmengenkarte dargestellt, die auf der nächsten Folie enthalten ist. Diese Verkehrsmengenkarte stellt die zukünftigen Verkehrsmengen dar, das heißt für den Fall mit den geplanten Gebietsentwicklungen. Auf Basis der Erkenntnisse aus der Bestandsanalyse, der Verkehrsprognose sowie der Auseinandersetzung mit den übrigen Planungen sowie der allgemeinen Entwicklung der Gemeinde wurden Maßnahmen für den MIV, den Fuß- und Radverkehr sowie den ÖPNV erarbeitet. Nun zu den Maßnahmen für den motorisierten Individualverkehr. Hier gilt es zunächst, vorhandene Mängel im Straßennetz zu beseitigen. Dies betrifft vor allem die L16, wobei die Zuständigkeit beim Landesbetrieb Straßenwesen als Baulastträger liegt. Für das gemeindliche Straßennetz ist eine dauerhafte, bedarfsgerechte Unterhaltung angedacht. Hier soll zum einen ein jährliches Monitoring erfolgen, zum anderen wird alle 3 bis 5 Jahre eine Zustandserfassung und Bewertung durchgeführt. Einen weiteren Punkt stellt der erstmalige Ausbau der sogenannten Sandstraßen im Nebennetz dar. Die Gesamtlänge dieser Sandstraßen, die in nahezu allen Ortsteilen zu finden sind, umfasst ca. 15,5 Kilometer. Die L16 soll durch straßenbegleitende Geh- und Radwege ergänzt werden. Entsprechende Anträge wurden seitens der Gemeinde bereits beim Landesbetrieb Straßenwesen eingereicht. Schließlich gilt es anzumerken, dass der bedarfsgerechte Ausbau der Landesstraßen durch den Landesbetrieb Straßenwesen gewährleistet wird. Dies ist zwar ohnehin dessen Aufgabe, sie gewinnt jedoch durch die dynamische Gemeindeentwicklung an Bedeutung. Es folgt nun eine Darstellung ausgewählter Maßnahmen auf der Karte. Da wäre zunächst die Fahrbahnsanierung im Zuge der L16, dann die Fahrbahnsanierung der L161 in der Ortslage Perwinitz, die Sanierung der Brücke über die Autobahn, der Ausbau der Sandstraßen in allen Ortsteilen bis auf Schönwalde Dorf, der bedarfsgerechte Ausbau des Knotenpunkts L20-L16, der durch den Landesbetrieb Straßenwesen erfolgt, und die Herstellung eines Kreisverkehrs im Zuge der L20 in Schönwalde Dorf. Nun zu den Maßnahmen für den ÖPNV. Eine zentrale Maßnahme stellt die Schaffung eines SPNV-Haltepunkts am Berliner Außenring dar, der hier den Arbeitstitel Schönwalde-Bözow trägt. Dieser dient der Verbesserung der Anbindung der Gemeinde an den Schienenverkehr, sowohl im Nahverkehr, beispielsweise nach Berlin, aber auch an das Fernverkehrsnetz über den ICE-Halt in Berlin-Spandau. Der Haltepunkt wäre insbesondere für die zukünftigen Bewohner des Erlenbruchs attraktiv und könnte perspektivisch die Voraussetzungen für ein autoarmes Wohnen im Erlenbruch verbessern. Nach derzeitigem Stand würde der Haltepunkt durch die Linien RE6 und RB20 bedient. Dabei ist jedoch anzumerken, dass im Zuge des Konzepts I 2030 des VBB und der Deutschen Bahn eine Verlagerung der Linienführung des RE6 angedacht ist. Um diesen Umstand zu berücksichtigen, haben wir in unserer Untersuchung eine Potenzialanalyse für beide Varianten durchgeführt. Die Auswertung der Reisezeiten zeigt, dass insbesondere für den Standort Erlenbruch eine Reisezeitersparnis im ÖPNV zu erwarten ist. Es könnten sogar Fahrzeiten erreicht werden, die konkurrenzfähig zu den Reisezeiten im MIV sind. Je nach Verkehrslage sogar deutlich besser. Eine Besonderheit des geplanten Haltepunkts
ist dessen Lage außerhalb der Gemeindegrenzen. Der Haltepunkt ist angedacht an der Kreuzungsstelle der L20 mit dem Berliner Außenring. Die Planungen müssten daher gemeinsam mit der Nachbargemeinde Oberkrämer in Angriff genommen werden. Aufgrund der Lage außerhalb von Siedlungsbereichen müssen potenzielle Fahrgäste zudem den Haltepunkt erst auf anderen Wegen erreichen. Hierfür ist es essentiell, dass die Voraussetzungen für diese sogenannten multimodalen Wegeketten geschaffen werden. Dazu gehören Park-and-Ride-Stellplätze, gegebenenfalls in modular erweiterbarer Form, zum Beispiel als Parkpaletten, aber auch Kurzzeitstellplätze für das Bringen und Abholen, auch als Kiss and Ride bekannt. Aufgrund der Nähe zum Erlenbruch und Schönwalde Dorf und dem bereits vorhandenen Radweg entlang der L20 ist auch die An- und Abfahrt mit dem Fahrrad interessant. Für Bike and Ride sind daher attraktive und sichere Abstellanlagen vorzuhalten. Diese könnten zum Beispiel in Form eines Fahrradparkhauses oder abschließbare Fahrradboxen angeboten werden. Und so könnte der geplante Haltepunkt aussehen. Er befindet sich an der Schnittstelle zwischen der L20 und dem Berliner Außenring, vorzugsweise östlich der L20, damit zu Fuß gehende und Radfahrende die L20 nicht queren müssen, um zum Haltepunkt zu gelangen. Bahnseitig wäre es sinnvoll, Seitenbahnsteige zu errichten. Diese haben den Vorteil, dass sie sich vergleichsweise einfach herstellen lassen. So ist zum Beispiel keine Anpassung der Gleisachse erforderlich und die Errichtung könnte ohne größere Einschränkungen des Bahnverkehrs erfolgen. Wie bereits erwähnt, sind zudem Flächen für Bike and Ride sowie für Park and Ride vorzuhalten. Hinzu kommt eine Wendeschleife für den Busverkehr. Wie diese Flächen genau angeordnet und dimensioniert werden, kann im Zuge weiterer Planungen vertieft werden. Die Darstellung hier hat eher einen beispielhaften Charakter und soll lediglich eine denkbare Lösungsmöglichkeit aufzeigen. Neben der Schaffung des Haltepunkts selbst stellt dessen Anbindung an die Buslinien 651 und 671 eine weitere Maßnahme für den ÖPNV dar. Unabhängig davon sollten die beiden Buslinien zukünftig auch das Erlenbruchgelände bedienen und so eine Erschließung durch den ÖPNV gewährleisten. Hierzu ist es angedacht, 3 Bushaltestellen im Vorhabengebiet zu errichten. Darüber hinaus werden im Mobilitätskonzept konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Ausstattung der vorhandenen Haltestellen gegeben. Im Untersuchungsbericht werden die Verbesserungsmöglichkeiten für die betreffenden Haltestellen im Einzelnen benannt. Zudem ist geplant, die Haltestelle Kurmärkische Straße zu einem Umsteigepunkt für den Schülerverkehr auszubauen. In diesem Zusammenhang soll die Haltestelle auch mit einer dynamischen Fahrgastinformation ausgestattet werden. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist bereits in Arbeit. Hier noch einmal die Lage des geplanten SPNV-Haltepunkts im ÖPNV-Netz. Für den Fuß- und Radverkehr sind im Wesentlichen die folgenden Maßnahmen angedacht. Zunächst die Qualifizierung des bestehenden Geh- und Radwegenetzes. Dies beinhaltet die Herstellung eines attraktiven baulichen Zustands, beispielsweise durch die Befestigung bisher unbefestigter Wege. Einen weiteren Aspekt stellt die Beseitigung von Netzlücken dar. Diese existieren zum einen außerorts, wo straßenbegleitende Geh- und Radwege zu schaffen sind. Wie bereits erwähnt, wurden diese durch die Gemeindeverwaltung zum Teil schon beim Landesbetrieb Straßenwesen beantragt. Zum anderen bestehen Netzlücken auch innerorts, wo im Zuge der Ortsdurchfahrten der Radverkehr teils noch im Mischverkehr geführt wird, das heißt gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn. Netzlücken zwischen den Ortsteilen könnten abseits der Hauptverkehrsstraßen auch mittels ländlichem Wegebau geschlossen werden.
Weiterhin sollen Wegeverbindungen über die Gemeindegrenzen hinweg geschaffen werden oder verbessert werden. Zum Beispiel zwischen Grünefeld und Börnecke, zwischen Siedlung und Spandau, zwischen Perwenitz und Wolfslake und perspektivisch auch zwischen dem Erlenbruch und Henningsdorf. Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Anbindung nach Berlin-Spandau wäre auch eine Anbindung an das geplante Berliner Radschnellnetz sinnvoll. Und hiernach ausgewählte Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr auf der Karte. Da wären die straßenbegleitenden Geh- und Radwege entlang der L16, die Schaffung einer Querungshilfe in Pausin, ein straßenbegleitender Geh- und Radweg entlang der L161 nach Wolfslake, die Anpassung der Beschilderung bzw. der Wegweisung an verschiedenen Abschnitten des Nebennetzes, die Anwendung des geplanten SPNV-Haltepunkts an den Erlenbruch, die Anbindung nach Berlin-Spandau bzw. an das geplante Radschnellwegenetz der Stadt Berlin sowie der Radweg am Havelkanal. Das Vorhabengebiet Erlenbruch wurde zwar als räumlicher Schwerpunkt mit betrachtet, es sei jedoch angemerkt, dass es sich dabei um ein laufendes B-Plan-Verfahren handelt. Fragen der Erschließung werden daher detailliert in einer eigenständigen Verkehrsuntersuchung betrachtet und geregelt. Dabei hat sich gezeigt, dass die Erschließung des Gebiets grundsätzlich gewährleistet ist. Das Mobilitätskonzept liefert darüber hinaus Empfehlungen für die perspektivische autoarme Weiterentwicklung des Quartiers. Es sei betont, dass es sich dabei im Wesentlichen um Denkansätze handelt, die unabhängig vom laufenden B-Plan-Verfahren sind und auf dieses keinen Einfluss haben. Denkbar sind beispielsweise die Errichtung einer Carsharing-Station oder auch eines Fahrrad- und Lastenradverleihs. Gegebenenfalls können solche und weitere Angebote in einer sogenannten Mobilitätsstation gebündelt werden. Sinnvoll bei einer autoarmen Weiterentwicklung wäre auch das Prinzip des Vorrangs für Verkehrsmittel des Umweltverbunds. Praktisch könnten hierfür Mischverkehrsflächen, also verkehrsberuhigte Bereiche, oder auch Fahrradstraßen in Frage kommen. Fahrradstraßen können grundsätzlich auch für andere Verkehrsmittel, also auch für den normalen Kfz-Verkehr oder den Busverkehr freigegeben werden, jedoch genießt der Radverkehr einen Vorrang. Zudem werden im Mobilitätskonzept Vorschläge hinsichtlich der Art und Anzahl von Radabstellanlagen unterbreitet. Hierfür befindet sich im Untersuchungsbericht auch eine beispielhafte Berechnung zur Bedarfsermittlung. Dies waren im Wesentlichen die Ergebnisse des Mobilitätskonzepts für die Gemeinde Schönwalde-Glien. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.